Ja, wir sind alarmiert worden zum F2 Garagenbrand. Vorgefundene Lage, das hat man auf Sicht schon gesehen, eine in Vollbrand stehende Garage. Dort waren zwei Fahrzeuge und ein Motorboot vorlastet, die beide oder alle drei Sachen im Vollbrand standen. Unsere Aufgabe hat darin bestanden, dass wir das Wohnhaus abschirmen und so die Wohnmöglichkeiten für die Bewohner weiter aufrechterhalten können. Ja, die zwei brennenden Fahrzeuge plus das Motorboot waren für uns die Gefahren, und am Anfang war nicht klar, ob noch weitere Gefahrstoffe in der Garage verlastet sind, sodass Gefährdung durch die Gefahrstoffe für die Einsatzkräfte nicht ausgeschlossen werden konnte. Wir werden jetzt die Nachlöscharbeiten machen. Das sind zwei verschlossene Garagen, die mit Holzbetäfelung innen verkleidet sind. Dort werden jetzt Nachlöscharbeiten ausgeführt und die ganze Innenverkleidung rausgenommen, sodass eine weitere Brandausbreitung ausgeschlossen werden kann. Wir waren mit 50 Einsatzkräften vor Ort. Es waren die Ortsteile Hattenhof, Neuhof, Dorfborn und Romort, sowohl die beiden GBIs vor Ort. Osthessen News. Sehen, was bewegt.